Hier. Ja, es wird wahrscheinlich gerade so passen, dass wir von der Uhrzeit her pünktlich beim bei der Versteigerung ankommen. War denn das ein Kundenparkplatz? Oder? Heute ist irgendwie so leer. Weiß auch nicht, was los ist. Ja, jetzt funktioniert's. Okay, dann ist ja gut. Gut, dann fahren wir jetzt mal zur Versteigerung schon hin. So viel Zeit ist ja sowieso nicht mehr. Ups, einmal falsch abgebogen. Zum Inspektor wollte ich nicht. Stimmt. Dem Jürgen muss ich nochmal sagen, dass er der. Geht's denn daran? Hey. Komme ich denn zur Brauerei rein? Oh, der hat aber hier. Hier haben wir ein bisschen nah. Ah. Ich glaube, der hat hier die Bauvorschriften nicht ganz eingehalten. Da müssen wir mal gucken, dass da ein bisschen Geld in die Gemeindekasse fließt. Das gefällt mir nicht so ganz, ja? Ja, ist so ein bisschen arg nah an der Grenze hier. Ich glaube, hier bin ich eigentlich ein bisschen zu falsch hier. Ja. Wo ist denn diese Brauerei hin? Ah, halt, da vorne ist es. So. Puh. Jetzt muss ich auch die Viertelstunde voll rumgebracht haben hier. Achtung hinter mir. Hallöchen. Hallo. Hallo. Ey, jetzt habe ich mich glatt verfahren hier. Bin da voll. Ach, hier ist doch keine Einfahrt. Ich bin voll vorbeigepaced. Da dachte ich, hä, wo fährt denn der hier? Der Harry fährt da irgendwo rum, aber ich. Denkt ihr, ich habe das gefunden? Ach, na, komm hier hoch. Dann bin ich einmal durchs Dorf gefahren. Ja.
Haben Sie uns Moin, meine vorhin Herren. auch noch mal gesehen? Moin. Hallöle. Einmal vor uns alle postieren. Sind wir dann schon alle? Jo. Da hinten steht noch einer. Ist Ihr Mitarbeiter vom LU nicht dabei, Herr Neumann? Der hat sich kurzzeitig krank gemeldet. Der ist krank. Arm. Na gut, herzlich willkommen zur einmaligen Versteigerung erstmal. Von diversen Produktionsgebäuden hier im Gemeinde, in der Gemeinde Schwatzing. Ja. Dann würde ich mal die Regeln sagen. Wir brauchen hier kein Bier. Heute mal nicht. Hofer, jeder Hof, mal Bier weg. Jeder Hof darf nur eine Produktion haben. Können Sie vielleicht. Ja. Ja. Und der Betrag, den Sie ersteigern, müssen Sie sofort bezahlen, oder? Ja, so stand es, glaube ich, in der Ausschreibung. Ja. Innerhalb von. Eine Sache ganz kurz, ich muss mal kurz was mit dem Hofer besprechen. Hofer? Nee, das. Ja. Nein, nicht. Geht wegen jetzt Geld. Nicht. Ist wegen einer Anzeige. Nee, das machen wir später. Jetzt nicht. Pack die 25.000 weg. Ja. Das war nach einer Woche. Wenn das Geld nach einer Woche nicht bezahlt sein sollte, muss 10% vom Aktionswert muss dann an die Gemeinde bezahlt werden. Also quasi so Zinsen. Ja, genau. Eine Strafzahlung, und, weil ja, der genau, Gemeinde ja die Kosten durch die Lappen gehen. Und die Produktion fällt dann wieder in die Gemeinde. Also man zahlt 10% und die Gemeinde bekommt die Produktion wieder. Genau. Ja. Und wird dementsprechend neu versteigert oder? Kann passieren. Oder kann da jetzt zum Beispiel, wenn der Marlon es nicht gezahlt hat, kann dann der Hans kommen und sagen, ich kauf's. Ja, natürlich. Ah, okay. Na, gut zu wissen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir oben an, oder, Herr Neumann? Herr Neumann? Brauchen Sie Wasser? Brauchen Sie ärztliche Versorgung? Geht's Ihnen gut? Oh, wer hat jetzt... Herr Müller, gehen Sie mal kurz rüber und holen Sie einen Rettungswagen. Ja, ich komme mal gerade. Der steht, hinten. Warte, ich mach mal die Sirene an. Oh, warum das denn? Vielleicht wird er ja wach. Vielleicht ist er ja am Schlafen. Hilft nicht. Der weg oder was? Ja, wir könnten der. Ich hatte einen Defibrillator. Ich glaube, der Neumann ist nach Hause. Glaub ich auch. Der Neumann ist verschwunden. Hat sich in die Hosen gemacht. Ja, und der Rettungswagen kommt zu spät. Der ist auf einmal da an die Tür abgezischt und dann war er weg. Naja, gut. Wo ist eigentlich der Müller jetzt auf einmal hin? Der wollte einen Rettungswagen holen, aber bis der einen Rettungswagen geholt hat, hat sich erledigt. Es sind schon alle gestorben. Jetzt kommt der da. Ich gehe nach Hause. Sag mal, kann da überhaupt irgendwas? Wer geht nach Hause? Ari. Ich glaube, der will keine Produktion. Was? Okay, dann machen wir eben weiter. Hans, kannst du die Leitung übernehmen? Nee, ich bleib von hier. Ja, kann ich machen. Aber nicht auch einschlafen. So. Ich habe den Defibrillator schon in der Hand. Ja, ist zu spät. Okay. Er ist schon eingeschlafen. Einmal ist kein. Also, wir fangen oben an. Ja, ab zur Dieselproduktion. Na, wir fahren da jetzt nicht überall hin. Aber wir können mal anfangen mit der Versteigerung. Wir können das ja über das Tablet machen. Genau. Nö. Dachgebot. Vielleicht kurz zur Information. Dieselproduktion, Richtwert ist 60.000, der ist festgesetzt. Aus Raps und Sonnenblumen kann Diesel raffineriert werden oder so ähnlich. Abfallprodukt ist Kompost.
Genau. Ich biete 60.000. Ich biete 61.000. Ich biete 100.000. Hunderttausend zum ersten. Alter, Hans, du. 100.000 zum zweiten. Ach nee. Der hat ja auch zwei Mille. Alter. 100.000 zum dritten. Verkauft an den Hans-Peter. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Neumann. Soll ich nochmal versuchen, sie zu... Hey, ich lebe doch. Ich musste nur ganz schnell los, Entschuldigung. Ja. Aufs Klo? Nee. Dann machen wir oben weiter mit dem Sägewerk, oder? Also mit dem Sägewerk, nein, oder? Nein, nein, nein. Soll ich wieder übernehmen? Ja, ja, die Dieselproduktion ist verkauft. Gut, 200.000. Willst du das jetzt schon bezahlen? Nee, jetzt machen wir erstmal den Rest. Okay. Sägewerk. Startpreis ist 76.000 Euro. 76. Also 76 Cent würde ich mitmachen. Ja, da habe ich, ja, hab ich ja auch schon zu wenig. Sonst noch jemand Gebote? Wer hat denn jetzt überhaupt geboten? 76.000 vom Harry Hofer sind geboten. Nein, ich habe gesagt, ich bin da jetzt schon nicht mehr dabei. Ach so. Also nicht... Warum, Harry? Kannst du doch in einer Woche zurückzahlen. Du musst ja nicht alles auf einmal zahlen. Ja, aber... Du hast eine Woche Zeit zum Zahlen. Soll ich denn? Nein, dann muss ich Pappeln anpflanzen. Dann kannst ja, du outsourcen. Du bist Förster. Was? Förster. Du bist Förster. Ja. Also bezüglich den Pappeln habe ich sowieso noch eine Idee, aber das müssen wir im Gemeinderat noch besprechen. Ja, aber ich selber habe die Maschinen dafür nicht. Dann vorab, also der Gedanke ist, dass man Pappeln als Gemeindeausschreibung macht und die Maschinen gestellt werden. Klingt gut. Ah, okay. Ja. Also du müsstest dann lediglich von der Gemeinde die Pappeln ankaufen. Ja. Und da würde das Lohnunternehmen auch subventioniert werden mit einer großen Fläche. Oh, das hört sich gut an. Okay. Also von dem her, dann... Bin dabei. Wären wir nochmal beim Versteigerungswert von 76.000 für das Sägewerk? Ja, dann bete ich 76.000. Zum ersten. Zum zweiten, zum dritten verkauft. Moment, wird notiert. Erstens, zum zweiten, zum dritten verkauft. Ja. Ist notiert, dann gehen wir weiter zum nächsten. Die Pelletsfabrik liegt bei 30.000. Ich biete 30.000. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft. Ja, genau. Okay. Nicht so zwei Jahre damit verbringen. Die Kirschplantage. Was kostet die? 53.000. Ja. Gibt's Interessenten? Also es steht noch zur Auswahl die Kirschplantage, die Mehlfabrik und der Komposter. Können Sie die Preise dafür nennen? Mehlfabrik 19.000, Komposter 37.000. Dann würde ich für die Mehlfabrik nicht... Auch. Was bietest du, Reisex? Ben. Was? Ben. Man hört dich nicht. Was du bietest. Ja, was du bietest. Ich hab dich gefragt. Also wir fangen an mit 19.000. 20.000. 21.000. 25.000. 26.000. 30.000. 30.500. 35.000. 36.000. 40.000. Okay, ich bin raus. Alter! Sonst noch Gebote? Zum ersten, zum zweiten, zum dritten verkauft an Razik.
Also für 40.000. Jo. Jo. Ich würde direkt überweisen, wenn es okay wäre. Ja. Jo. Achso, Nee, warte mal, mach das später. Okay. Warum? Ist gerade kein Berechtigter für dich. Ja. Doch, ist. Ah, okay. Dann mache ich gerade. Hans-Peter hat auch schon die 100.000. Dann überweise ich auch gleich bei Online-Banking. Moment. Jo. 40.000 sind raus. Also nur noch Harry muss bezahlen, ne? Ja. So, dann hätten wir den Komposter noch. Für 37.000. Was macht der nochmal? Organische Materialien, Gras, Heu, Mist, Hackschnitzel und Häckselgut oder Stroh können zu hochwertigem Biokompost verarbeitet werden. Dadurch können natürlich die Biobauern unterstützt werden durch Dung. Das heißt, zum Düngen. Das ist ja alles Biobauer, mal so als Frage. Und natürlich. Ich glaube, der Sepp. Ich bin eigentlich auch Bio. Und der Jürgen eigentlich auch. Ich auch. Also alle. Und vor allem ist es notwendig, ich bin nicht Bio. Auch für das Lohnunternehmen, um den Biodünger herzustellen. Natürlich kann es auch am öffentlichen Markt verkauft werden. Habe ich kein Interesse dran, ne. Okay, dann bleibt es offen. Der Harry muss noch zahlen. Und wie war das jetzt mit der Kirschplantage? Soll ich, weil jetzt habe ich 74.000 momentan. Na, du kannst noch warten und dann auf einmal zahlen. Okay. Die Kirschplantage ist noch offen. Was soll die kosten? 53.000. Biete ich. Brauchen sie allerdings auch Kompost. Ja. Welche Produktion fällt dir irgendwo noch Nebenprodukt als Kompost als Nebenprodukt an? Nein. Beim Landhandel, glaube ich. Nee, ja, auch. Ah. Nee, die Maschine ist kaputt. Und ich glaube, da müssen sie mal gucken, dass sie die wieder reparieren. Ja, der Wasserentnehmer funktioniert nicht. Soll ich mal versuchen? Also bei der Pflanzenschutzmittelproduktion. Ach so. Da zurzeit können sie beim lieben Hans-Peter bestellen. Aber da könnte auch sein, dass der Komposter erstmal ans Lohnunternehmen fließt, dann vom Lohnunternehmen bearbeitet wird. Wäre eine Option. Ja, also ich würde halt die 53.000 für den Komposter, nicht für den Komposter, hier für den Stingsterbums, für die Kirschplantage bieten. Irgendwelche Einwände? Ja. Lukas, bezahlst du jetzt schon oder später? Ja, soll ich es dann... Warten, soll ich es dann an die Gemeinde überweisen? Genau. Kann gleich einer mal kurz in der Gemeinde bleiben. Ja, klar. Wir können auch alle bleiben. Es sei denn, Verona hat irgendwas vor. Das war der Lukas Müller, gell? Ja. Leon Müller ist bei mir. 57.000 waren das. Nee, 53.000. Harry Hofer, bitte gleich auch noch bleiben. Gut, sollte ausgegangen sein. Überwiesen. Gut, dann sind somit alle Produktionen verkauft. Alle bis auf Harry Hofer haben bezahlt. Ja. Ist so in den Unterlagen vermerkt. Okay. Dann wünsche ich einen schönen Abend und gute Geschäfte. Jo. Jo. Ciao. Tschüss. Tschüss. Bleib mal hier.